Aber wie, du schaust mich an, Mark. Ich bin's. Na, nimm schon, das passt nicht. Hallo? Dave, bist du's? Red? Wo bist du? Zu Hause. Zwei Männer haben mich überwältigt. Hilf mir. Bitte hilf mir. Das kriegen wir hin, Schatz. Wenn du sie noch mal sehen willst, will ich von dir eine Show haben. Verstehst du mich? Oh, hey. Du gehst zu weit, Mann. Du gehst zu weit. Dein Leben ist vorbei. Mann. So wie ich ihnen sage, wir haben gewonnen. Lassen sie sie gehen, klar? Wenn du mir in die Quere kommst. Steht viel auf dem Spiel. Du musst mir einen Gefallen tun, hast du einen Stift? Besorg dir ein Telefon und ruf die Nummer für mich an. Sag Terry, dass Big Mark Red in meinem Haus gefangen hält und wenn ich dieses Spiel nicht verschenke, ist sie tot. Sie ist meine Frau, Max. Bitte. Ich erledige das. Du schuldest mir was. Trubke. Alle Spieler, die an dem Wettkampf teilnehmen, bitte auf den Platz. Alle Spieler, die an dem Wettkampf teilnehmen, bitte auf den Platz. Was war denn mit Mark los? Lässt uns das Spiel gewinnen und nach Hause fahren? Hallo? Ich kümmere mich drum. Anstoß ist genau um 20 vor. Ich pfeife. 20 Minuten. Viel Glück, Jungs. Ich werde aber kein Glück brauchen. Ja, gleich geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Das wird so ein geiles Spiel von dir. Widerliche Arschlöcher! Nimm das, du Wichser, du Arsch! Komm auf die Füße, Dave! Los, gib Gas! Noch nicht, du Arschloch! Halt ihn auf! Los, aufs Tor! Nicht schießen lassen! Ja, mach ihn fertig! Panda! Oh Gott! Scheiße! Los, hier, ja! Reißt euch das zusammen! Was ist los, Dave? Willst du über schlafen gehen? Wichser, du Affe! Oh Mann, leg mich doch! Platz da! Gib her! Gib her! Geh rein! Da ist ja nichts Essbares drin. Isst du gar nichts? Hey! Geh was zu essen und Bier holen. Da ist ein Packiladen um die Ecke. Also, was tun wir? Zwei Hübschen jetzt. Bitte nicht! Oh, so eine Scheiße, Mist! Hier, hör, du bescheuertes Arschloch! Hau den Wichser hinein rein! Oh, Scheiße!
Dein. Das ist deiner, Dave. Hey, deck doch auch mal die linke Seite ab! Hol ihn dir! Was ist denn mit dir los? Für welches Team bist du? Marks Männer haben Red. Ich muss das Spiel verlieren. Oh Mann. Fuck! Ganz ruhig. Immer mal wissen, wie ihr roten Nürten so seid. Du rührst dich nicht. Du schreist nicht. Kein verdammtes Wort. Du bist im Arsch, Freundchen. Spielt wie Gehirn am Rotieren. Hey, wenn du blöde Kuh denkst, du kannst mich reinlegen. Hör auf zu flennen und lass das Telefon verschwinden. Wie wär's, wenn's in deinem Arsch verschwindet? Officers, nehmen Sie die Männer fest. Was zum Teufel wollen Sie? Du wirst eingebuchtet. Wegen Kidnapping. Weitere Anklagepunkte werden folgen. Detectives, nehmen Sie Officer Mavis gleich mit. Weswegen? Nennen Sie es eine Reinigungsaktion, Mavis. Sie sind wegen Drogenschmuggels festgenommen, Veronica. Ich beneide Sie nicht um Ihre Zeit in der Zelle. Und jetzt schafft sie weg. Danke, Detective. Gute Arbeit, Officer Mason. Wird ruhig hier, wenn ihr alle weg seid. Glaube ich auch. Der Direktor braucht jetzt eine
Neue rechte Hand? Eine Ahnung, wen er im Sinn hat? Nein. Ich muss mich um den Papierkram kümmern. Haut ja nicht ab. Okay. Logisch. Er ist immer noch Danke, komisch. Mann. Finde dir nicht? Immer noch komisch. Witzig. Das ist deins. Sieh lieber nach, ob alles drin ist. Ja. Oh, du arbeitest hier. Dann sehe ich wohl lieber auch nach. Hey. Hallo, Max. Du verlässt uns? Ja, wird höchste Zeit, hä? Kumpel, danke. Ich weiß es zu schätzen. Kümmere dich um deine Frau. Ich gebe mir Mühe. Tja, ich glaube, unser Kumpel von Milwaukee ist offiziell in Kategorie B überführt worden. Persönlicher Erfolg für dich. Für mich geschäftlich. Wir sind quitt. Dos vidania. Mach's gut, mein Freund. Ist ein guter... Alles klar. Ne? Offiziell unterschrieben und gestempelt. Wir können gehen. Oder wollt ihr noch ein bisschen hierbleiben? Nein, können wir gut drauf verzichten. Ja? Na gut, dann gehen wir. Ja, also okay. Kommt. Da sind wir. Ein Glück, dass du zu Hause bist. Ich habe nämlich keinen Schlüssel. Dann besorge ich dir einen. Hallo, Süße. Oh, mein Gott, sieh dich an, sieh dich an. Du siehst verdammt gut aus. Ich habe noch was anderes für dich. Schatz, die Jungs sind hier, das macht man nicht. Davon hast du geträumt, oder? Du bist komisch, wirklich. Jungs, ich liebe euch sehr, aber jetzt brauche ich erstmal Zeit für meine Gattin. Ja, aber ein bisschen musst du noch warten. Ein bisschen kann ich noch warten, aber lange... Hallo, Dave. Ich warte schon ein Jahr. Oh, Mann. Oh, hallo. Hallo, Freunde. Hey, wie geht's, Joel? Hast du das alles organisiert? Ja. Danke. Wie geht's dir, Kumpel, dass ihr alle hier seid? Damit hat ja keiner gerechnet. Hey, Jürgen. Hi. Terry und die Jungs wollten eure Rückkehr richtig feiern. Da konnte ich doch nicht Nein sagen. Glaub mir, wir hätten den Jungs die Feier nie ausreden können. Jungs? Jungs, wo seid ihr? Na los, komm her, Schatz. Willkommen daheim. Lasst uns feiern! Schwein, lasst uns! Schweinerei! Aber die Welt hat uns endlich wieder geschlagen!